Warum braucht man sowas? KI-Avatare haben immer Zeit, machen nie Urlaub und sind selten krank. Das spart Zeit und Kosten, ohne dass dein Content Pause macht. KI-Video-Avatare taugen nicht nur für große Unternehmen oder Tech-Experten. Jeder kann einen KI-Avatar von sich selbst erstellen lassen, und zwar völlig kostenlos. Hey, ich bin Jan, selbstständiger Videocutter mit Fokus auf KI-Inhalten. Ich zeige dir 5 kostenlose Online-Tools plus deren Abo-Preise für deinen eigenen KI-Avatar. Los geht's! Nummer 1 taugt richtig gut, um deine Social-Media-Kanäle mit starken Inhalten zu füllen. Erstelle mit DID kurze animierte Videos mit einem KI-Avatar, der deine Fans, Follower und Familie begrüßt. Du kannst auch aus einem simplen Foto einen sprechenden Avatar machen. Lade ein Bild hoch, gib Text ein und schon erwacht dein Avatar zum Leben und plappert drauf los. DID eignet sich tipptopp für kurze Erklärvideos und Social-Media-Content. Preise: 14-tägige kostenlose Testversion. Lite gibt's für rund 5 Euro pro Monat inklusive 10 Minuten. Pro Abo kostet rund 15 Euro pro Monat inklusive 15 Minuten. Und Advanced gibt's für mehr als 100 Euro pro Monat. Nummer 2 ist mein erster Kontakt mit KI-Avataren. Synthesia eignet sich prima für die Erstellung von E-Learning-Videos. Nutze die verschiedenen KI-Avatare, um deine Lerninhalte ansprechend und abwechslungsreich zu halten. Füge Quizfragen oder interaktive Elemente in deine Videos ein, um das Engagement der Lernenden zu erhöhen. Du kannst Synthesia auch nutzen, um personalisierte Lernpfade für deine Teilnehmer zu erstellen. Synthesia liefert dir sehr viele Vorlagen für KI-Video-Avatare, KI-Stimmen und Sprachen. Preise: kostenlose Version inklusive 3 Minuten pro Monat. Starter kostet ca. 17 Euro pro Monat inklusive 10 Minuten. Und das Creator-Abo kostet dich rund 60 Euro pro Monat inklusive 30 Minuten. Nummer 3. Stell dir vor, du möchtest dein neues cooles Produkt oder deine Dienstleistung auf einer Webseite vorstellen. Anstatt langweilige Texte oder statische Bilder könntest du dafür einen KI-Avatar von Eli verwenden, um die wichtigsten Funktionen und Vorteile deines Business hervorzuheben. Eli empfehle ich dir vor allem für längere Videos, Schulungsvideos oder Präsentationen. Du kannst ganze Texte oder Drehbücher hochladen und diese dann von deinem KI-Avatar präsentieren lassen. Preise: die kostenlose Version gibt dir insgesamt nur einen Credit. Das Basic-Abo kostet rund 20 Euro pro Monat inklusive 15 Minuten. Nummer 4 ist die wohl bekannteste Plattform. Stell dir vor, du startest eine E-Mail-Kampagne für dein Produkt oder deine Dienstleistung. Statt generische Bilder oder lahme Videos zu zeigen, kannst du mit HeyGen personalisierte Marketing-Videos produzieren. Es lassen sich sogar verschiedene Versionen erstellen, sowie einen AB-Test durchführen. Außerdem gibt es eine große Auswahl an Vorlagen. Ich finde HeyGen besonders passend für kreative Videoprojekte. Preise: kostenlos für rund 3 Videos pro Monat. Das Creator-Abo liefert dir 5 Minuten pro Video für ca. 20 Euro pro Monat. Die Team-Version für 30 Minuten pro Video geht bei ca. 65 Euro pro Monat los. Nummer 5 ist besonders bei Leuten beliebt, die Funktionen zur Videobearbeitung mögen und benötigen. Bei Viad kannst du deine KI-Videos direkt schneiden und mit Effekten, Musik oder Texten versehen. Und natürlich, wie alle anderen Tools auch, liefert dir Viad ebenso eine Funktion zur Erstellung von KI-Avataren. Du kannst aus verschiedenen Avatar-Vorlagen wählen, ihnen Texte zuweisen und sie in deine Videos einfügen. Preise: kostenlose Version für maximal 10-minütige Videos. Die Lite-Version kostet rund 10 Euro pro Monat. Beim Pro-Abo bist du mit rund 25 Euro im Monat dabei. Kommen wir zu dir. Möchtest du Zeit, Geld und Energie sparen, aber nicht auf Content verzichten? Egal wie du zu KI-Avataren stehst, ihnen gehört die Zukunft. Vor allem im beruflichen Kontext, bei wiederkehrenden Abläufen wie interne Schulungen, Onboarding oder Mitarbeitereinarbeitung lassen sich menschliche Kapazitäten sparen. Um eine persönliche Note reinzubringen und vorgegebene KI-Video-Avatare zu vermeiden, erstelle ich gerne einen digitalen Zwilling von dir oder einer Kollegin oder einem Kollegen. Dieser kann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich abholen, vor allem bei fehlender zeitlicher oder räumlicher Verfügbarkeit des echten Menschen. Was hältst du davon? Spielerei oder echter Mehrwert? Fazit: obwohl immer mehr solcher KI-Plattformen aus dem Boden sprießen, stelle ich dir hier nur die 5 bekanntesten vor. Experimentiere mit verschiedenen Tools und Avataren, um deinen Liebling zu finden. Auch wenn die ersten Versuche unmenschlich wirken sollten, gib deinem Avatar eine Persönlichkeit, die zu deinen Videos passt. Du wirst überrascht sein, dass auch KI-Avatare bestimmte Ticks haben wie Kopfnicken,
durchs Haar streichen, aus dem Bild schauen und so weiter. Letztlich geht es auch bei KI nur um eines: kreativ sein und Spaß haben. Helfen dir diese KI-Tools oder kennst du noch bessere Seiten? Hast du schon deinen eigenen Video-Avatar gebastelt? Und wie findest du dieses Video? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.